Oft höre ich ja, dass Unternehmen und auch die Politik viel mehr für den Umweltschutz tun muss. Ist ja auch richtig, ja. Aber sollte das nicht jeder von uns tun? Auch beim Autofahren geht das, zum Beispiel mit so einem Renault Zoe. Denn man kann sich fortbewegen mit null Emissionen. Klar, mit einem Elektroauto, das bringt auch noch Spaß und man schont die Umwelt. Ich war ja erst ganz schön skeptisch. Da habe ich gedacht, oh, Elektroautos, das ist wahrscheinlich wahnsinnig kompliziert, ob ich das überhaupt hinbekomme. Nun sitze ich hier drin, was soll ich sagen? Wirklich kinderleicht. Also wer ernsthaft glaubt, dass das irgendwie kompliziert ist, ne, das ist ein Märchen. Das sind Hightech-Autos, die auch nicht irgendwie so als Versuchskaninchen über die Straße rollen, sondern das sind alltagstaugliche Autos. Komm, fahr mit mir durch die Lichter jeder Stadt. Komm, wir starten jetzt und hier. Bon voyage. Es gibt ja Menschen, die sagen, ja, Elektromobilität ist ja ganz toll, aber das Laden, das dauert und dauert und dauert. Dem ist gar nicht so. Man kann in weniger als 2 Stunden schon wieder 80% der Akkuleistung geladen haben. Wer sich für ein E-Auto entscheidet und sagt, ja, ich möchte die Umwelt schonen und umweltbewusst fahren, der bekommt ja vom Bund 4.000 Euro. Und Renault sagt, also wir unterstützen das auch nochmal, von uns gibt es auch nochmal 1.000 obendrauf. Also wer sich für so eine Renault Zoe entscheidet, bekommt 5.000 Euro Zuschuss. Und das ist noch ein Argument für die ökologische Variante, sich fortzubewegen und mit dem E-Auto zu fahren.